in die Playlist aufnehmen, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir da eine Timelapse draus. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Und immer wenn das passiert, halt mir die Timelapse an und geht's weiter. Und Dinos wollte ich ja auch noch besuchen gehen. Ach du Scheibenkleister, ich weiß gar nicht mehr mit meiner Zeit im Moment. Hallo. Können wir jetzt mal langsam los? Händler, mach mal das Brett auf. Seid Wir ihr wollen hier fertig? los. Ja, die sind gerade fertig geworden, okay. So, wie viel haben wir denn da schon wieder angesammelt? Lohnt sich das mittlerweile schon wieder? Würde sich eigentlich schon lohnen, ne? Da würde ich jetzt nämlich. Ne, ich würde erst, wenn wir einen zweiten Silberklumpen haben, wenn wir erst einen zweiten Silberbarren haben, dann. Und fehlt noch 8 Silberklumpen, dann haben wir weiteren Barren, dann würde ich mal wieder verkaufen. Weil ich habe Händler am meisten gelevelt. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Magnum gebaut. Wenn ich die nämlich in der Hand halte und dann trotzdem eher auf den Händler drücke, halte ich ihm sozusagen die Waffe, die Magnum vor den Kopf und dann kriege ich noch einen besseren Preis. Dazu trinke ich noch Großvaters Soße, kriege ich noch einen besseren Preis. Der arme Händler. Deswegen habe ich mir dann die Magnum gebaut. Ist nur eine Einser, aber wenn das mehr was bringt und es gekostet hat, das eigentlich kaum was. Genau, wie viel habe ich denn nun gelevelt bei Händler? Ich schaue noch mal kurz. Genau, bin nämlich schon bei 2 von 5. Aha. Bei 3 von 5 kriege ich, wenn ich Intelligenz auf 5 habe, ich bin bei 4. Das heißt, ich brauche noch 2 Level und dann bin ich schon bei Verhandeln auf 3. Jeder setzt seine Ressourcen so ein, wie er mag. Ja, und dann, wie gesagt, Großvaters Soße, eine Magnum in der Hand und dann geht's ab. Dann wird Sachen verkauft. Die ganzen Beschreibungen, das sag schon hier Bücher und sonstiges. Toni? Ja. Du bist schon unterwegs wieder? Eine halbe Stunde Ja. Ingame brauchen wir noch, bis was aufmacht. Ja, zum Glück brauchen wir keine halbe Stunde so. Ich suche mir jetzt einfach Leute, die ich verdreschen kann. Zombies, komm her! Ich habe auch meine Keule dabei. Ja, wir Männer immer dabei. Schlechter Witz, ganz schlechter Okay, Witz. okay, okay. So, Ich hätte hallo? gedacht, vielleicht ist der Geht's hier andere weiter? gut. Hallo? Guten Tag. Oha, die Sachen sind schon wieder respawned. Von den Hallo? Mülldingern. Hallo? Jemand zu Hause? Was? Ja, da ist auch wieder was drin. Oh, da kommt hier jemand. Hallo? Weckt die anderen nicht auf, die schlafen noch. Weckt die anderen nicht auf, die schlafen auch noch. Hey. Emil, haut er mich? Ey, der hat mich doch einmal geschlagen. Fällt dir ein? Schläfst du? Nur ein Zombie ohne Kopf ist ein guter Zombie. Hab ich mich gerade erschrocken. Einmal ballert da jemand. Bin doch hier nicht am Ballermann. Bleib doch liegen. Du willst doch den Gefallen und bleib liegen. So. Geh zur Ruhe. Gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Toni, du bist gerade wo? Stein. Was, wo? Stein sammeln. Stein sammeln. Oh, der Händler macht auf. Dann gehe ich jetzt mal zum Händler in die Richtung. So. Wieder zurück. Kommst du auch zum Händler? Jo, gleich. Dann gehen wir hier noch ein bisschen durch das Gebäude. Da.
Na gut, dass das eine Männerstimme ist, die sagt, dass das offen ist, obwohl eine Frau dabei uns steht. Warte mal, gab's hier was? So, was hat ihr denn jetzt überhaupt so? Nichts, was so wirklich spannend wäre. Hallo, jemand hier? Guten Tag. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Tatsächlich wirklich noch keine besseren Sachen. Doch, einmal nachladen. Hallo. Guten Tag. Na gut, der Händler hat auf jeden Fall keine guten Angebote. So, wenn wir da hochgehen, glaube ich, kam ja ein Vogel. Mal sehen, ob das auch so ist. So, ich wäre fertig. Okay. Dann bin ich auch fertig. Hm. Hat jemand schon was angenommen? Nee. Nope. Ich wollte nur mal ein paar Zombies kaputt hauen. Bevor wir hier Langeweile bekommen. Nehmen wir was Schönes an. Achso. Seidige Zombies, Stromzufuhr. Na komm, Bungi. Ja, bin da. Mhm. Du fährst, ich gehe rauchen. Okay. Schon wieder? Du warst oh, da eben auf deine Augen. Nimmst nee. du auch noch die Quest frei? Ja, ich bin gerade dabei. Säubern. Eine Na, dann. Quest, eine Quest. Du, wo geht's lang? Tut. So, ich bin schnell. Haben wir auch alles dabei? Warte mal kurz. Ja. Essen und Getränke. Ich hab ja auch mal was gesammelt, das könnte ja hier noch kurz weg. So. So. Genau. Knochen. So. Dann haben wir das. Dann haben wir leere Dosen. Können hier hin. Dann haben wir hier irgendeine Pflanze. Da mit hin. Kaffee nicht vergessen. Verkohltes Wildbret. Oh, fertiges Essen. Was kann man denn noch machen eigentlich, außer essen? Essen. Okay, man kann es nur Rezepte essen. Rezepte gibt es auf jeden Fall nicht. Na dann. Ja. Kann ich das Holz noch wegbringen? Kann ich den Kaffee hier hochschieben? Nö, Rezepte gibt es nicht bei dafür. Dann setze ich das noch weg. Dann habe ich das. Und. Muss halt auch nur mal gegessen werden, ne? Antibiotika. Ja, oder wegwerfen, weil es bringt ja nichts. So, Toni? Ja. Wobei, warte mal, können wir ja deins ja hier stehen lassen. Können wir aber meins nehmen. Muss den Mod rausmachen. Welchen Mod? Achso, du hast da. Achso, okay, ne, dann musst du nicht. Mod ist raus. Wir brauchen also so eine Benzin, halt. Benzin. Hab ich doch. Hast du dabei? Ja. Und dann. So, warte. Nachdanken. Ich hab immer ein bisschen Benzin in meinem Moped, wenn ich da auf Inventar gehe, habe ich. Hast du das jetzt nachgetankt? Gut. Dann drauf. So, bin meine Augen. Jo. Wir fahren mal 1,5 Kilometer. Mit Mofas. Weil Toni sowieso noch raucht, kann gehen, müssen wir ja nicht mit Vollgas fahren. Brauchen wir weniger Benzin. Den Zombie können wir noch wegmachen. 400 XP sind 400 XP. Nehmen die auf jeden Fall mit. Ja. Beziehungsweise sind das sogar 800 XP, weil es der Fettsack ist. Hm.
Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt da runtersteige und Toni da drauf sitzt. Mhm. Wenn ich dann wieder aufhebe, ob er dann auch drauf bleibt. 825 XP. Deswegen probieren wir es gar nicht aus. Okay. Vorne ist wieder einer. Dann töte ich die alle. Dann fahre ich schon mal eine Runde. Hier sind die Mofa-Gang. Okay, er blutet. Ich kann wegfahren. Und leicht liegt am Boden. Genau, da habe ich die XP, obwohl ich schon weg war. Ach ja. Franke, du weißt, dass durch meinen PC meine Sichtweite nicht so gut ist. Bei mir fährt vor mir gerade ein leeres Motorrad rum, ohne Person. Ja, ist doch auch mal was. Ja. Das ist doch auch mal was. Oh, bei dem Haus waren wir eh noch nie. Da wollte ich sowieso mal hin zu dem Haus, wo dieser Weg hinführt. Da können wir in der Zeit noch looten. Ja, hier wäre eine Bleiquelle. Hm. Haben wir Querfeld ein, oder? Ja. Ja, ich dachte erst, das Haus wäre direkt hier, aber es war doch weiter weg. Oh, gut. Ich glaube, mit einem richtigen Mofa sollte man nicht über so eine Berge fahren. Da war das Haus. Ach, da geht's wieder den Weg. Nehmen wir den wieder. Ich gehe mal hinten in das Haus, Punky. Ja, mach das. Hallo, schönen guten Tag. Morgen ist schon wieder Freitag, ey. Erste Woche vorbei. Man glaubt es nicht. In wenigen Augenblicken haben sie ihr Ziel erreicht. Ach, bist du echt schon so weit? Ja. Wieder da. Ja, ach, Kai, wäre schön, wenn du dich jetzt auf den Weg machst, weil... Ja. Wir wollen hier keine Verzögerung hin. Wollt denn Kai? Der wollte noch looten gehen. Ja, ich bin kurzzeitig bei dem Haus vorbeigekommen. Oh, sehr schön. Ein Hundi. Kommt jemand? Mhm. Wo bist du gerade? Hinter dem draußen. Gebäude? Ach, draußen. Ach, da. Hallo? Oh. Ha. Noch Leute. Und. Tschüss. Dankeschön. Ich konnte ihn jetzt einfach nicht so liegen lassen. Das ging einfach nicht. Da lag er so mit einem Pfeil im Kopf. Dann komme ich jetzt doch noch schnell zu euch. Naja, wir bitten drum, weil... Ja, ich bin unterwegs.
Nee, ich hatte eben auf einmal, ich war im Haus, wollte rausgehen, auf einmal waren davor 5 Zombies, die ich erstmal wegmachen musste. Die haben sich da gesammelt. Ja. Und schon haben wir wieder eine Pause. Wollen wir doch gar nicht. Ja, ich wusste nicht, dass Toni so schnell raucht. Der raucht immer so schnell, das ist voll ungewohnt. Naja, nee, das nächste Mal einfach mitfahren. Ja, ich weiß später nicht, wie schnell der die Dinger wegpafft, ey. Das ist ja... Ich bin zwar selber kein Raucher, aber ich dachte, die genießen sowas immer, die Leute. Da, 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 da. Hallo? Hallo, hallo? Oh ja, was essen wäre auch nochmal eine gute Idee. Und ein Kaffee, komm. Oh, lecker. Boah, ist das eine Riesenhütte. Hallo. Ich bin auch noch. Pack auch in drinne. Wenn schon, denn schon. Oh, noch ein Punkt. Kann ich auch ein Auto bauen. Wow, sehr schön. Dann sind wir nicht mehr die Mofa-Gang. Dann haben wir es geschafft. Nee. Wo ist denn der Anfangspunkt? Ach, da vorne. Ja. Da sollen wir doch wahrscheinlich da hochklettern, wie es aussieht. Das sind doch hier Leitern, ne? Ja. Ja. So, dann tun mit den Gefallen, Toni, geh du auch mal mit vor. Warum? Weil du stärker bist. Nee, Motto. Mhm. Wir gerade müssen noch höher. Ja, die Tür ist zu. Vogel? Irgendwie riecht mir das die ganze Zeit nach einem Vogel. Wenn man schon aufs Dach muss. Hey.